5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die Heck stöpfte die Strümpfe. Nainer, sag mir den Namen dieser roten, großen, fetten Kuh. Es ist ein Mädchen. Eine Totgeburt. Hoffentlich kommen wir pünktlich. Durch diese Baustellen kommt man kaum noch zum Flughafen. Nainer, jetzt sitz endlich still. Du hast sie leider total verzogen. Pass doch auf! Nein! Nein! Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Heute ist ein sehr wichtiger Tag für deine Tochter, mein Junge. Und wir möchten dich darum bitten, an unserer Seite zu sein. Großmutter? Hier bin ich, mein Kind. Ach, wie schön. Du bist schon fertig. Lass uns frühstücken. Komm schon. Nein, nein, Großmutter. Ich habe fürchterliche Angst. Ich kann nichts essen. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Was soll das heißen? Du brauchst deine Milch. Na, mach schon. Ich... Was ist? Ich will diese Operation nicht. Ich habe zu große Angst. Aber
Hör mal, Kleines, wir haben doch so lange auf diesen Tag gewartet, nicht? Also, ich habe den besten Arzt engagiert und das beste Krankenhaus für dich ausgesucht. Hm? Warte ab, alles wird wieder gut und du wirst wieder sehen. Ja, 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 ja. Heute wird ein großer Tag sein. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Deine alte Netzhaut wird nur durch eine neue ersetzt. Sei ein tapferes Mädchen, ja? Und hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich gebe mir Mühe, ja wirklich. Und mein Bett ist nicht weit weg. Es steht gleich neben deinem. Ich bin auch Inderin. Hallo, Annie. Oh. Was fehlt dir denn? Naja, weißt du, da wächst ein zweites Gehirn in meinem Schädel. Die Ärzte wollen es rausschneiden und dann ist es weg. Ein zweites Gehirn? Was hab ich doch für ein ungeheures Glück, nicht wahr? So hat Gott mich eben gemacht. Der liebe Gott, ich hatte schon 6 Operationen. Oh, aber du scheinst auch noch sehr klein zu sein. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nämlich schon 11. Ach ja, wirklich? Ist ja Wahnsinn. Die Schwester hat mir erzählt, dass du nicht sehen kannst. Aber heute bekommst du neue Augen. Wirst du dann was sehen können? Vielleicht. Ist ja klasse. In dem Fall könnten wir uns den König der Löwen zusammen ansehen. Ist das okay? Sicher. Ich habe versucht, es ihr auszureden, aber sie hört einfach nicht auf mich. Mrs. Shah, Sie können wirklich nicht hierbleiben. Das ist gegen die Krankenhausvorschriften. Sie müssen verstehen, dass es für Sie keinen Grund Jetzt gibt, Jetzt hören sich Sie hier mir gefälligst mal zu. Oh. Diese Schönheitskönigin da hat mir das bereits 10-mal erzählt. Und jetzt noch mal für Sie zum Mitschreiben. Solange meine Enkelin in diesem Krankenhaus ist, werde ich nirgendwo hingehen. Ich gehe hier nicht weg. Und Schluss. Ach. Jetzt öffne langsam deine Augen, Naina. Ganz langsam. Vorsichtig. Vorsichtig, Naina. Versuch es nochmal. Wir werden es morgen wieder versuchen. Soll ich die Binde wieder anlegen oder möchtest du deine Brille tragen? Meine Brille bitte. Schwester. Ja, Doktor. Doktor, ich hoffe doch, dass alles in Ordnung ist. Warum hat es ihr denn so wehgetan? Wieso konnte sie nichts sehen? Die Operation ist doch gelungen, oder etwa nicht? Die Augen brauchen Zeit, um sich an das neue Organ zu gewöhnen. Doktor? Sprechen Sie mit der Oberschwester. Sie hilft Ihnen weiter. Diese fette Oberschwester ist so ein Tyrann, die mag ich einfach nicht. Sie geht auf mich los, bevor ich noch ein einziges Wort gesprochen habe.
Naina? Sie kann sehen? Doktor, mein Kind, geht es ihr? Es geht ihr gut. Ja? Sie können sie jetzt besuchen und morgen sogar mit nach Hause nehmen. Oh, oh, mein Kind, meine Kleine. Großmutter. Ich habe es schon. Großmutter. Großmutter. Wie schön. Wie schön. Der Arzt hat gesagt, dass du wieder sehen kannst. Ich kann alles sehen. Ich bin so glücklich. Oh. Ja, also dann sag mir, wie sehe ich aus? Du hast mir die Wahrheit gesagt, Großmutter. Du bist wirklich wunderschön. Mein Kind, du bist auch wunderschön. Genauso schön wie eine Fee oder sogar noch schöner. Sag mir die Wahrheit. Wie viel hast du in den letzten 4 Tagen geschlafen? Ich? Was meinst du? Ich habe wunderbar geschlafen, fast so gut wie ein Bär. Und wer hat dann diese Menschen da draußen ständig mit irgendwelchen Fragen belästigt? Ja, warum sollte ich das denn nicht tun, ha? Schließlich ist ja mein kleines Mädchen in ihrer Obhut gewesen. Mein Kind. Hallo, Naina. Was ist los, Annie? Warum stehst du hier im Treppenhaus? Die haben gesagt, ich muss noch mal operiert werden. Aber ich will keine Operation mehr. Ich werde von hier ausreißen. Psst. Sag doch solche Sachen nicht. Das wird sicher deine letzte Operation sein. Und dann kannst du immer noch abhauen, verstehst du? Aber die haben auch gesagt, dass du morgen nach Hause gehst. Das stimmt schon. Aber ich werde trotzdem kommen und dich besuchen. Wir haben doch eine Verabredung, hast du das schon vergessen? Und wenn du rauskommst, gehen wir ins Kino. Ins Kino, ins Kino, ins Kino, ins Kino. Bin ich hier frei? Geht es etwas leiser? Psst. Na, wie wär's mit einem Schnappschuss? Gern. Thank you.
denn hier? Sie sollten wieder zurück in Ihr Bett. Was? Kommen Sie. Entspannen Sie sich. Nur ganz ruhig. Kommen Sie. Gehen wir. Was ist los? Was ist mit ihr geschehen? Sie ist letzte Nacht gestorben. Sie ist im Schlaf von uns gegangen. Aber ich habe sie heute Nacht auch noch gesehen. Sie hat mit jemandem gesprochen. Nein, das ist unmöglich. Sie lag in den letzten 5 Monaten im Koma. Und außerdem sind nachts keine Besuche erlaubt. Oh. Das ist ja verrückt. Ich habe sie doch mit eigenen Augen gesehen. Sie war mit... Naina, deine Augen sind gerade operiert worden. Das braucht eine Eingewöhnungszeit. Was du gesehen hast, war nur eine Illusion. Alles klar? Oberschwester, ich bin entzückt von Ihnen. Dass Naina heute wieder sehen kann, ist allein Ihr Verdienst. Hier, bitte behalten Sie das. Behalten Sie das. Es ist für Sie. Das kann ich nicht. Kaufen Sie Ihren Kindern etwas Schönes. Das geht wirklich nicht. Oh, doch, das können Sie. Ich bin heute so glücklich. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das verdanke ich Ihnen, nur Ihnen. Aber Mrs. Shaw! Naina, mein Kind, bleib da stehen. Warte, ich helfe dir. Vorsichtig. Es geht mir gut. Wirklich, Großmutter. Na, jetzt helfen Sie doch mal. Klar. Ach. Ja. Geht's wieder? Naina? Was ist? Naina, was ist denn passiert? Gar nichts, Großmutter, gar nichts. Ich hab nur gedacht, ich hätte da irgendetwas gesehen. Und was hast du gesehen? Gar nichts, Großmutter. Die Schwester hat mir gesagt, dass ich Visionen haben könnte. Das sind deine Mutter und dein Vater. Und jetzt geh. Ruh dich aus. Es war anstrengend für dich. Hm?
Was soll denn das? Du darfst nie wieder mit geschlossenen Augen herumlaufen. Deine Tage in der Dunkelheit sind für alle Zeiten vorbei, mein Kind. Hm? Hast du verstanden? Ja, 4 Uhr dürfte in Ordnung gehen. Gut. Und wie gefällt dir der? Ich möchte nicht heiraten, Großmutter. Was ist mit dem hier? Nein. Und dieser Junge? Nein. Oder, Guten Morgen, Mrs. Ninashar? Ja, ich. Sie ist meine Enkelin. Okay, folgen Sie mir bitte in mein Büro. Gehen wir? Und wie wär's mit dem? Großmutter. Ich meine ja nur, nimm deine Brille ab. Ninashar. Entspannen Sie sich. Ja, ich bin Psychiater. Aber Sie sind nicht wegen eines mentalen Problems zu mir gekommen. In Ordnung. Das Augenlicht ist etwas Wunderbares. Ja, es ist wirklich ein Segen. Aber wenn es Dinge gibt, die man sieht, sie aber nicht erkennt, dann liegt das daran, dass sie einfach nur nicht in ihrem Verstand gespeichert sind. Verstehen Sie, was ich meine? Sehen Sie mal. Was ist das, Naina? Nicht durch Anfassen erkennen. Das gilt nicht. Es ist ein Tacker. Es wird noch etwas dauern, bis Sie die Dinge identifizieren können. Es könnte sogar schwierig werden. Aber keine Sorge. Ich werde Ihnen helfen, in Ordnung? Gut. Nun, verstehen Sie bitte eins. Das Sehen ist auch eine sehr emotionale Erfahrung. Durch das Ansehen der Dinge lernen wir nicht nur zu erkennen, was es ist, sondern wir erfahren auch ein emotionales Gefühl für den Gegenstand. Naina, schließen Sie die Augen für einen Moment. Naina, hören Sie. Sie sind wirklich eine schöne Frau. Sie dachten, ich wollte Ihnen schmeicheln, hm? Und jetzt? Sehen Sie mich an. Sehen Sie genau hin. Naina, Sie sind außerordentlich hübsch. Als ich Ihre Schönheit vorhin lobte, meinte ich wirklich, was ich sagte. Aber Sie konnten meinen Worten erst glauben, als Sie mir in die Augen gesehen haben. Erst dann waren Sie überzeugt von der Wahrheit. Korrekt? Also, Naina, das meine ich mit emotionaler Information. Und jetzt werde ich etwas für Sie zusammenstellen. Sehen Sie es sich genau an, okay? Und morgen sehen wir uns, sagen wir, um 4. Oh, entschuldigen Sie, Doktor. Da Sie wie ein Gentleman aussehen, ich habe mich gefragt, wann Sie heute Dienstschluss haben. Ich meine, Sie müssen doch auch mal entspannen. Nun ja, Naina ist zufällig meine letzte Patientin für heute. Also scheint das jetzt zu sein. Warum fragen Sie mich? Nun, ich möchte gern in den Tempel gehen. Könnten Sie Naina in einem Taxi nach Hause begleiten? Wäre das vielleicht möglich? Was meinen Großmutter, Sie? Großmutter, ich komme auch allein zurecht. Sei still! Oh, sicher. Das ist kein Problem. Vielen Dank, Doktor. Keine Ursache. Thank you.
Großmutter? Bin ich wirklich hübsch? Wieso fragst du? War dir das Lob des Doktors denn nicht genug? Psst, Großmutter! Hast du meine Mutti gesehen? Oh, wer ist denn deine Mutti? Mit wem sprichst du denn, Nainer? Hier ist ein kleines Mädchen, Großmutter. Sie sucht ihre Mutti. Wo ist denn das Mädchen? Ich sehe nichts. Nainer, ich bin es. Mein Kind, du hast einen Albtraum gehabt. Es ist nichts passiert, mein Herz. Das sagen wir lieber nicht deiner Großmutter, in Ordnung? Nein, nein, nein. Weißt du, wie viel Sorgen sie sich um dich macht? Komm jetzt, meine Kleine. Entspann dich und leg dich wieder schlafen. So ist es gut. Gleich schläfst du wieder. Ich werde morgen nach Leicester fahren und einen Monat dort bleiben. Und wenn ich zurückkomme, möchte ich eine ganz veränderte Nainer sehen. Schlaf jetzt. Schlaf wieder ein, mein Kind. Guten Morgen, Großmutter. Nainer. Ich bin schon weg. Wiedersehen. Wo willst du denn? Ich gehe zum Markus. Ich rufe dich später an. Aber und dann sprechen Frühstück, wir über alles. Nainer, bis dann, Frühstück.
meinem Schuh. Felder? Was? Wann wird er erwartet? Um 12 Uhr? Hören Sie, ich brauche ganz dringend einen Termin. Mein Name ist Naina Shah. Was? Was? Kann ich nicht vorher einen Termin bekommen? Einen Termin, bitte! Ja. Okay, ja. Ich verstehe. Buonasera. Haben Sie sich entschieden? Hallo. Wissen Sie, was Sie wollen? Ist egal. Irgendetwas. Spaghetti Napolitana? Ja. Okay. Hallo? Kann ich nicht früher kommen? Beantworten Sie einfach meine Frage. Kann ich nicht früher kommen? Danke. Hier sind Ihre Spaghetti, Ma'am. Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Nein? Okay. Nein. Danke. Was ist passiert? Ich hatte Was meine Augen. Ist passiert? Ich hab etwas Komm, gesehen. Setz dich erst mal. Ich hab dir doch gesagt, dass solche Dinge geschehen können. Das ist absolut normal. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Im Moment brauchst du erstmal dringend Ruhe. Aber Samir. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Was du für die Realität hältst, war in Wirklichkeit gar nicht da. Das waren Halluzinationen. Es war nur eine Vision.
okay? Eine Vision? Ich habe es selber gesehen. Naina, entspann dich. Es wird alles in Ordnung kommen. Es wird dir bald besser gehen. Ich verschreibe dir ein Medikament. Du denkst, dass ich verrückt werde, nicht wahr? Sei doch nicht albern. Naina, wann habe ich das gesagt? Dieses Medikament wird dir helfen, dich zu entspannen. Nimm es. Hier, bitte. Naina, vertrau mir. Ich bin da, um dir zu helfen, richtig? Wie willst du mir denn helfen, Samir? Du glaubst mir ja nicht, was ich sage. Hör mir zu. Jetzt hör doch mal. Naina! Oh, tut mir leid. Entschuldigung. Entschuldigen Sie? Ich verstehe das. Du bist sicher sauer auf mich. Nicht? Es tut mir leid, es war dämlich von mir. Naina, ich denke, du hast recht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was du durchmachst und was du siehst. Aber ich versuche es zumindest.
Ich möchte dir helfen, verlass dich darauf. Ich bin Arzt und ich bin sicher, dass all das einen medizinischen Grund hat. Es muss einfach einen geben. Und was immer es ist, ich werde der Sache mit Sicherheit auf den Grund gehen. Und ich werde dich nicht leiden lassen. Das verspreche ich dir. Ich wollte dir nur Goodbye sagen, Naina. Wirklich? Es geht dir wieder ganz gut, Annie? Ich brauche jetzt keine weiteren Operationen mehr. Habe ich dir doch gesagt, nicht? Dann wird das wirklich deine letzte Operation sein. Und dann kannst du nach Hause. Ich werde dich besuchen. Du erinnerst dich doch noch an den König der Löwen. Ihr dürft das nicht tun! Nicht Annie mitnehmen! Nein! Nein! Was ist los mit dir, Naina? Warum sitzt du hier? Naina? Annie wird sterben. Was für ein Unsinn! Annie wird doch gerade operiert. Sie stirbt gerade. Oh mein Gott. Annie! Annie!
Diese toten Körper. Grausige Anblicke des Todes. Warum zeigst du mir ihr Leid und ihren Schmerz? Warum zeigst du mir das alles? Warum? Ist es, weil ich dein Kind bin? Ist das die Bedeutung von Gottes eigenem Kind? Warum sehe ich solche schrecklichen Dinge? Was habe ich falsch gemacht? Was für einen Fehler habe ich begangen, um all die gequälten Seelen überall sehen zu müssen? Ich habe solche Angst. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich möchte nicht auserwählt sein. Ich will nicht mehr dein Kind sein. Naina, geht es dir gut? Warte hier, ich hole das Auto. Nein, Samir, ich möchte allein sein. Naina, aber ich muss allein sein. Bitte. Okay, ja. Annies Schwester hat das hier gelassen. Da ist ein süßes Foto drin von dir und Annie. Danke. Bis dann. Hallo. Ich bin's. Hallo, Sam. Bist du zu Hause? Nein. Es sind noch ein paar Stationen. Okay. Ich melde mich später. Samir? Annies Schwester hat wohl die Fotos miteinander verwechselt. Was meinst du damit? Tja, da ist ein ganz anderes Mädchen auf dem Bild. Das bin gar nicht ich. Was? Aber natürlich bist du das. Was? Ich habe das Bild doch gesehen. Erkennst du dich nicht auf dem Foto? Hallo? Hallo? Naina? Entschuldigen Sie, Sir. Ich glaube, es ist dringend. Meine Herren Kollegen, es tut mir leid. Ein Notfall. Wir hören voneinander. Ich muss mich ist beeilen. Schon gut. Vielen Dank. Ruhig. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Ich bin ja so froh, dass Sie gekommen sind. Nein, ich nein, sie ist... Naina? Ich bin's. Mach die Tür auf. Sag mir, was passiert ist. Naina, um Himmels Willen, mach die Tür auf! Also, schön. Du machst uns allen große Sorgen. Wie lange willst du dich da drin noch einsperren, hm? Was versuchst du zu beweisen? Dann mach doch, was du willst. Lass deine Großmutter hier sitzen und weinen. Dir ist das gleichgültig. Großmutter? Bitte warten Sie hier. Ich rede mit ihr. Natürlich, mein Junge. Nein, um Himmels Willen, bitte tu das nicht. Verletze dich nicht selbst.
Nun sag doch etwas. Also hör zu. Wenn du dich nicht zusammenreißen kannst, dann werde ich dich in ein Krankenhaus einweisen müssen. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Geh schon und verlass mich. Was? Was ist es, das ich nicht verstehe, Naina? Was? Naina? Das ist dein Spiegelbild. So siehst du aus. Was weiter? Du siehst mich in diesem Spiegel, ja? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ist das ein Witz? Für mich ist es leider keiner. Ich sehe nämlich einen anderen Menschen da drin. Mein Liebling. Ruhig, mein Kind, ruhig. Nein. Wenn dir etwas zustößt, dann ist das mein Tod, mein Kind. Es wäre mein Tod. Großmutter, es ist mir nicht zugestoßen. Es geht mir gut. Ich bin nur etwas nervös. Bitte weine nicht. Es geht mir gut. Du sollst nicht weinen. Jetzt komm schon. Mach dich frisch, ja? Zieh dir etwas anderes an. Geh einfach aus. Irgendwo hin, okay? Ja, tut okay. Das, ja. Na komm schon, nun machen Sie doch, heitern Sie sie auf. Los, sag ich, los, keine Widerrede. Raus mit euch, amüsiert euch. Ich habe einen Termin mit zwei erfahrenen Ärzten vereinbart. Wir sollten hingehen und sie kennenlernen. Ich bin nicht interessiert an deinen Ärzten, verstehst du? Okay. Warte mal, langsam mehr. Samir? Was ist denn? Was steht hier über das Mädchen? Was steht da? Wieso interessiert dich das? Lies es mir einfach vor, verdammt! Was schreiben Sie über sie? Okay, ich lese es vor. Seit dem 3. Mai ist dieses Mädchen als vermisst gemeldet. Ihre Eltern machen sich große Sorgen. Ich hab sie gesehen. Naina, komm, lass uns gehen. Ich hab sie gesehen vor 2 Tagen. Ich hab sie gesehen. Naina, lass uns gehen. Samir. Oh mein Gott. Ich weiß es. Ich weiß wo. Auflauf hier. Da sieht man wieder, wie das Leben sich in nur ein paar Minuten verändern kann. Vor gerade einer Woche war die Mutter von Lovelyn Kaur 5 Minuten zu spät gekommen, um sie von der Schule abzuholen. Lovelyn war zu diesem Zeitpunkt schon fort. Da sie die Tür verschlossen vorfand, ging sie vielleicht auf die Terrasse, um ein wenig zu spielen. Dort muss sie ausgerutscht und in den Wassertank gefallen sein. Es ist unvorstellbar. Der Körper des Mädchens lag eine Woche lang in dem Tank. Eine Tragödie fand statt an einem ganz normalen Tag. Niemand konnte etwas davon ahnen. Naina ist mehr als nur eine Patientin für mich, Sir. Und sie hat das Mädchen vor 2 Tagen gesehen. Das ist doch Unsinn. Sir, sie sagt die Wahrheit. Ich bin mir da sicher. Wissen Sie denn nicht, dass sie geistig krank ist? Ja, das Sir. Erklärt alles. Ja, Sir. Natürlich.
Bist du? Was willst du von mir, sag es. Awadiyama! Großmutter! Großmutter! Awadiyama, geht fort! Großmutter! Großmutter! Großmutter, sie wird sterben! Sie wird uns verlassen! Sie wird sterben! Großmutter! Großmutter, hörst du mich nicht? Awadiyama wird sterben! Großmutter, wir müssen etwas tun. So hilf mir doch, Großmutter. Oh. Hilf mir doch, Großmutter. Was ist denn passiert, Naina? Es ist nicht so. Hilf mir doch. Was für einen Unsinn redest du da? Pavati Amma ist seit einer Woche fort. Sie ist zu ihrem Bruder gefahren. Nein, Großmutter. Schon gut, Naina. Sprich mit ihr am Telefon und beseitige deine Zweifel. Hallo? Hallo? Prakash, könnte ich bitte mit Parvati sprechen? Was ist? Was haben deine Augen gesehen, das dir solche Angst macht? Und warum siehst du das alles? Hast du dich jemals gefragt, warum nur du alleine das alles durchmachen musst? Warum kann niemand sonst das sehen, was du sehen musst? Antworten auf Fragen wie diese können in unseren alten Texten gefunden werden. Während des Krieges von Mahabharata konnte der Höfling Sanya dem König sagen, was auf dem Schlachtfeld passierte, mit Hilfe seiner außergewöhnlichen Visionen. Mit anderen Worten, der König konnte nur das sehen, was Sanyas Visionen ihm zeigten. Und in ähnlicher Weise werden wir Opfer unserer Gefühle, wie Liebe, Gier und Wut. Wir sehen nur das, was unsere vorhandenen Wünsche uns erlauben zu sehen. Diese Wünsche können deshalb zu schrecklichen Konsequenzen führen. Wenn jemand zum Zeitpunkt seines Todes ein starkes Verlangen hat, das unerfüllt geblieben ist, dann kann die Seele solch eines Wesens keine Erlösung finden. In solchen Fällen spielt sich der Tod an jedem Tag von neuem ab. Zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, für alle Zeiten. Deswegen müsst ihr euch fragen, durch welche Vision seht ihr die Wahrheit? Wenn ihr das einmal erkannt habt, wird es euch auch klar werden, warum ihr diese Visionen habt. Nein, Niner, ich begreife diese Verbindung nicht. Ich glaube, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Ich bin fest davon überzeugt. Ich sehe jetzt diese Vision, die tote Frau gesehen hätte. Die Frau, von der ich meine Augen habe, muss die Tode dieser Menschen gesehen haben, bevor sie geschehen sind. Sie will mir bestimmt etwas sagen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass das die Frau ist, die du im Spiegel siehst? Was würden ihre Augen sehen, wenn sie in den Spiegel sieht? Doch ihr eigenes Gesicht, Samir. Ich muss wissen, wer sie war. Der Name
Der Name einer Spenderin wird immer geheim gehalten. Die Krankenhausverwaltung darf... Ich weiß, es ist schwierig, Samir. Es ist wichtig für mich. Du musst versuchen, herauszufinden, wer sie war. Mein weiteres Leben hängt davon ab, dass ich es erfahre, Samir. Sayodhava Krankenhaus, Nobuch, Gujarat, Indien. Das ist das Krankenhaus, aus dem deine Hornhaut gekommen ist, Naina. Ich muss nach Indien, Samir. Ich habe bereits 2 Tickets bestellt. Und zwar für morgen. Du kommst mit? Aber das ist nicht nötig. Du hast bereits so viel für mich getan, Samir. Ich möchte nicht, dass du alles andere meinetwegen... Ich tue es nicht deinetwegen, sondern meinetwegen. Ich liebe dich nämlich. Die Medikamente sind alle hier drin und die Vitamine auch. Und was die Augentropfen betrifft... Warum regst du dich so auf? Ich komme schon zurecht. Ich habe dich in den letzten 21 Jahren nicht einmal allein gelassen. Das ist der Grund, weswegen ich... Großmutter, du hast mir alles gegeben, als wäre ich deine Tochter. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Und dafür werde ich dir immer danken, Großmutter. Aber jetzt bin ich erwachsen. Und darum muss ich mit meinen Problemen selber fertig werden. Mein Kind. Und gerade jetzt brauche ich deinen Segen. Viel mehr als deine Gegenwart, Großmutter. Ja. Du bist Gottes eigenes Kind. Und was du tust, wird das Richtige sein. Ja. Wichtig für uns, dass wir etwas über die Frau erfahren, deren Augen an die Augenbank in London geschickt worden sind. Wer würde irgendwelche Kenntnisse über eine unbekannte Leiche hinterlassen? Können Sie mir nicht helfen, die Leute zu finden, die das Mädchen hierher gebracht haben? Weiß man etwas über diese Leiche? Nein, Sir. Ein Fischer hat sie beim Fluss gefunden und hierher gebracht. Das ist alles, was wir wissen. Ich kann mich nur vage daran erinnern und weiß nur, dass der Tod durch Ertrinken eingetreten ist. Nur die Todesursache ist für eine Organspende von Bedeutung. Doktor, es ist sehr wichtig für uns zu wissen, wer dieses Mädchen war. Bitte helfen Sie uns. Helfen soll ich? Sehen Sie mal, all diese Menschen hier. Es gibt keine Ärzte für die Lebenden. Wer soll sich da um eine Tote kümmern? Thank you.
Guten Tag. Wir sind hier auf der Suche nach jemandem. Nach wem? Gab es früher mal ein Mädchen, Sir, das in die Zukunft sehen die konnte? Die Zukunft? Was gibt es? Wir suchen eine Frau, eine sehr junge. Wer soll das sein? Sie war aus dieser Gegend und hatte Visionen von bevorstehenden Todesfällen. Es gibt so ein Mädchen hier nicht. Man sieht ihnen an, dass sie lügen. Ich weiß mit Sicherheit, dass sie etwas wissen. Halt's Maul! Still! Verschwinde hier sonst! Hören Sie, bitte erzählen Sie mir von ihr. Ich bin weit gereist, um hierher zu kommen. Wenn du noch ein Sterbenswörtchen über diese Hexe sagst, werde ich dich töten. Verschwinde hier, hörst du? Dann töten Sie mich ruhig, es macht mir nichts mehr aus. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, bevor Sie mir von ihr erzählen. Es wird dir leid tun. Es wird dir sogar noch sehr leid tun. Ich werde es dir zeigen. Du willst ja nicht hören. Warte nur, ich zeig's dir. Er wird dich auseinandernehmen. In Stücke reißen wird er dich und ich werde ihn dafür belohnen. Samir, er weiß was etwas. Nützt das? Sie er weiß alle kein alles. Wort sagen, du verstehst okay? Das nicht. Er weiß alles. Ich habe ihn in meinen Visionen gesehen. Er weiß alles. Himmels Willen, Rainer, reiß dich zusammen, bitte. Samir, wie sollen wir es nur herausfinden? Samir. Bitte, gib die Hoffnung nicht auf. Wie denn? Es ist merkwürdig. Die Menschen hier sind richtig verstört. Sie wollen nicht reden. Ich muss es wissen, Samir. Ich kann hier nicht fort, ohne es zu erfahren. Ich könnte euch sagen, wo die ihr sucht, lebt. Wo ist ihr Haus? Das da! Dort drüben! Da wohnt sie! Das ist die Frau, die meine Schwester getötet hat! Onkel Kamli wird sterben! Sie wird sterben! In jedem Haus, das sie verflucht hat, ist jemand gestorben! Wenn ich dich noch einmal vor irgendeinem Haus herumhängen Onkel. Sehe, dann werde ich dich mit dem Kopf nach unten aufhängen! Verschwinde! Hau ab! Hast sie du mich verstanden? Sie wird sterben! Sie wird sterben! Man sagte, sie wäre eine Hexe! Eine Hexe! Das ist gemein. Sie ist für niemanden eine Gefahr. Nein, sie ist Gottes eigenes Kind. Und niemand weiß, wieso sie den bevorstehenden Tod der Menschen vorhersehen kann. Halt's Maul! Still! Diese Hexe mache ich unschädlich. Und zwar sofort. Ja. Wenn du deine Hand gegen meine Tochter erhebst, werde ich dir dein verdammtes Gesicht zerstören. Ich werde das ganze Dorf in Flammen setzen. Dann hör mir gut zu, Sommerbei. Wenn ich deine Tochter noch einmal im Dorf sehe, schwöre ich bei meiner toten Tochter, dass ich sie auf der Stelle töten werde. Verschwindet und vergesst das nicht! Komm, lass uns gehen. Kümmere dich nicht um die Leute. Eines Tages hat sie das ganze Dorf in Brand gesteckt und ihre Mutter ist später verrückt geworden. Und, wie hieß diese Frau? Amy! Kimi? Kimi? Hier muss ich allein weitergehen. Naina, es könnte dort drin Gefahr auf dich lauern. Ich weiß. Doch was immer es ist, ich muss mich dem stellen. Jetzt hör mal zu, Naina. Ich lass dich nicht allein gehen. Samir. Samir, bitte versuch doch, mich zu verstehen. Mein Schicksal.
Meine Zukunft, einfach alles, ist mit Kemi verbunden. Ich kann es dir nicht erklären, wieso, aber ich habe das Gefühl, dass ich es allein machen muss, um die Wahrheit über mich zu erfahren. Samir, bitte. Bitte versteh mich. Bitte. Okay. Ich lass dich nur ungern allein gehen. Aber ich respektiere deine Gefühle. Geh nur. Sumabai? Mach die Tür auf. Mein Name ist Naina. Ich möchte dich kennenlernen. Sumabai? Sumabai? Sumabai! 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 Kemi, was ist in dieser Nacht passiert? Was ist damals mit dir geschehen? Sag es mir. Sag es mir doch.
Nein! Ich muss einfach gehen! Du hast es mir versprochen, Kimi! Nein, Kimi! Nein, geh nicht! Lass mich einfach gehen! Kimi, geh nicht! Kimi! Kimi, geh nicht! Bitte, Kimi! Nein, Kimi, geh nicht! Töten Sie mich! Sie werden dich töten! Zeigen, wer hier sterben wird. Du dreckige Hure, elendes Stück. Wieder unterwegs, um Unglück über uns zu bringen? Ich werde es dir zeigen. Ich werde es dir zeigen. Mein Gott, verdammte Hexe. Das ist das Werk deiner Tochter. Jetzt reicht es. Wir haben genug Sommerbei. Ich werde sie mit meinen bloßen Händen in Stücke reißen. Ich verschone sie nicht. Nein, das werde ich nicht. Wo ist meine Mutter? Wo ist mein Vater? Verschwinde! Nein, nein. Fahr du zur Hölle!
Zur Hölle mit deiner Mutter! Los, verschwinde, Kemi! Wenn jemand zum Zeitpunkt seines Todes ein starkes Verlangen hat, das unerfüllt geblieben ist, dann kann die Seele solch eines Wesens keine Erlösung finden. Kemi. In solchen Fällen spielt sich sein Tod an jedem Tag von neuem ab. Zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, für alle Zeit. Mutter, ich werde fortgehen. Ich werde dich nie wieder belästigen. Kemi! Somerville! Somerville! Halt deine Tochter auf! Sie geht fort! Sieh doch! Halt sie auf! Kemi! Somerville! Halt deine Tochter auf! Somerville! Somerville, du wirst aufstehen müssen! Du musst Kemi aufhalten, Somerville! Sie stirbt jeden Tag auf diese Weise, jeden einzelnen Tag! Steh doch auf! Ihre Seele leidet! Halt sie doch auf, Somerville! Halt sie auf, bitte! Halt sie auf, sonst stirbt sie weiter so. Somerville, rufe sie mit liebendem Herzen. Du darfst sie nicht gehen lassen. Du bist ihre Mutter. Hörst du ihre Mutter? Thank you.
vorbei. Ich kann sie sehen. Ich kann sie noch sehen. Ruf sie. Ruf sie, Soma, bei. Kimi, warte. Lass ihre Seele endlich Ruhe finden. Gib deiner Tochter Frieden, Soma, bei. Bitte halt sie auf, Soma, bei. Soma, bei. Ich werde in Kimis Schuhe schlüpfen müssen. Ich muss Kimi spielen. Du wolltest deine Mutter verlassen? Warum? Sag es mir. Hab ich dich jemals im Stich gelassen? Hab ich dich jemals allein gelassen? Ja, ich war einmal böse auf dich. Und du wolltest mich für immer verlassen. Keine Sorge, mein Kind. Ich bin ja bei dir. Deine Mutter wird sich immer um dich kümmern. Keine Sorge. Du bist doch Gottes Kind, nicht wahr? Ja, Gottes Kind. Können Sie nicht durch. Gehen Sie weiter. Bitte gehen Sie weiter. Ist ja schon gut.
Miss, Sie haben hier nichts zu suchen. Was ist denn passiert? Kein Kommentar. Aber was ist... Gehen Sie. Kommt aber alles in den Namen. Bitte, ich bitte muss... Gehen Sie. Ich muss... Gehen Sie schon. Bitte. Naina! Was ist passiert? Samir. Was machst du denn hier? Samir, ich habe wieder diese schwarzen Schatten gesehen. Es ist hier ein Unfall passiert. Und ich habe wieder diese schwarzen Schatten gesehen. Aber die Polizei weigert sich, irgendetwas zu tun. Könntest du hingehen und es versuchen? Vielleicht kannst du... Keine Sorge. Ich bin bei dir. Ich werde jetzt gehen und mich erkundigen. Okay. Okay? Was ist hier passiert? Sir, wir haben alles abgesperrt. Um 5 Uhr morgens. Oh mein Gott. Verletzte Tote? Bis eben 5 Tote. Der Zugführer ist dabei. Oh mein Gott. Nein, nein, nein! Nein! Sie werden sterben! Bitte nicht einsteigen! Sie dürfen nicht einsteigen! Bitte Vorsicht beim Aussteigen. Bitte nicht! Nicht einsteigen! Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären! Was hat die nicht denn? Einsteigen. Bitte, Sie werden sterben! Glauben Sie mir! Warum glauben Sie mir denn nicht? Bitte! Ich sag dir nicht, du hast sie ja nicht mehr alle. Bitte, was ist denn mit dir los? Sie ist ja komplett verrückt geworden. Bitte nicht einsteigen! Sie werden alle sterben! Bitte! Nein! Pater, bitte! Sie müssen mir helfen, die Leute beruhigen zu überzeugen. Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Alle werden sich sterben. Raus, verlassen Sie den Zug. Es geht um Ihr Leben. Hau ab! Alle werden sterben. Warum glauben Sie mir nicht? Es geht um Ihr Leben. Warum wollt ihr alle sterben? Raus aus diesem Zug! Bitte steigen Sie aus! Sie dürfen nicht mitfahren! Denken Sie doch an Ihre Familien! Raus! Verlassen Sie den Zug! Lass mich, was soll das? Bitte zurücktreten! Treten Sie zurück, bitte! Warum wollt ihr alle sterben? Ihr müsst aus diesem Zug aussteigen! Bitte glaubt mir doch! Deiner! Dieser Zug, Samir! Was ist passiert? Diese schwarzen Schatten! Was? Es sind Tausende hier! Es sind Tausende! Sie werden alle sterben! Nein. Ich muss sie warten! Nein! Aber Sie verstehen es nicht! Der Zug fährt gleich ab! Deiner, lass uns verschwinden! Aber dann werden sie alle sterben! Deiner, schnell weg hier! Wie kann ich hier fortgehen? Alle werden sie sterben, wenn ich sie nicht aufhalte! Warum verstehst du das nicht? Deiner! Mir ist das alles egal! Sie aber sind es, die es nicht begreifen, Deiner! Deiner! Du begreifst nichts! Deiner! Das begreifst du gar nicht! Aber ich werde dich nicht auch sterben lassen! Raus aus dem Zug! Gehen Sie fort! Verschwinden Sie, sonst werden Sie sterben! Achtung! Vorsicht an der Bahnsteigkante! Alles in Ordnung?
Ich habe an diesem Tag erkannt, warum Kemi ihr Leben beenden wollte. Wie könnte irgendein menschliches Wesen mit dieser ungewöhnlichen Gabe umgehen? In meinem Fall war es etwas anderes. Es war das Vertrauen meiner Großmutter und Samirs Liebe, die mich gerettet hat. Vielleicht ist es wahr, dass ich Gottes Kind bin. Wie sonst könnte meine dunkle Welt so voller Licht sein? Wie könnte mein Leben so wunderschön sein? Selbst ohne mein Augenlicht.